Das hier ist das beste vegane Rezept auf Kitchen Stories. 120.000 Likes und 1.000 Kommentare zeigen, dass dieses Curry bei allen absolut beliebt ist, ob vegan oder nicht. Heute kommt in mein Curry Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer, frisches Gemüse, zum Beispiel Süßkartoffel und Kürbis, Kichererbsen, frische Kräuter, Basilikum zum Beispiel und Minze, Cashewnüsse und ein paar Gewürze, vor allem Currypaste und natürlich Kokosmilch. Den Link zum Rezept und zu unserer Kitchen Stories App findet ihr wie immer unten in der Infobox. Am Anfang ist wieder ein bisschen Schnibbelarbeit gefragt. Los geht's mit der Zwiebel, dem Knoblauch und dem Ingwer. Die kommen nämlich als allererstes in den Topf. Wenn ihr Tipps braucht, wie man Ingwer am besten schält, dann guckt doch mal bei unseren Shorts-Videos vorbei. Da gibt's tolle Tricks. Jetzt Paprika. Dann die Tomaten halbieren. Den Kürbis zuerst entkernen. Und dann könnt ihr ihn aber auch direkt in Würfel schneiden. Einfach hier so kleine Würfel oder Stückchen. Hauptsache nicht zu groß. Der Hokkaido ist mein Lieblingskürbis. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Schale kann dranbleiben und wir müssen ihn nicht vorher schälen. Dann weiter zur Süßkartoffel. Am besten schneidet ihr erst die Enden ab, dann könnt ihr sie leichter schälen und die sind meistens so ein bisschen holzig. Und dann einfach in kleine Würfel schneiden, ungefähr so groß wie der Kürbis, weil die eine ähnliche Garzeit haben. Tada! Und jetzt sind wir mit dem Schnibbeln schon durch. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Alle Finger sind noch dran. Jetzt geht's ans Anbraten. Dafür erhitzt ihr einfach ein bisschen Öl in eurer Pfanne. Es kann Olivenöl sein, Kokosöl, was immer ihr habt. Dann kommen unsere Aromageber, Zwiebel, Ingwer und Knoblauch dazu. Die braten wir jetzt ungefähr 1 bis 2 Minuten an, bevor das restliche Gemüse dazu kommt. Habt ihr schon Hunger? Es riecht jetzt schon richtig lecker und intensiv. Jetzt ist es soweit, dass unsere ganzen bunten Veggies mit dazu können. Einmal gut umrühren, dass sich alles vermischt. Diese Gemüsesorten kommen zuerst in den Topf, weil die ein bisschen länger brauchen, um gar zu werden. Wenn ihr das Gemüse durch anderes austauscht, dann achtet unbedingt auf die Garzeiten. Jetzt kommt ein bisschen Tomatenmark dazu und essentiell für unser Curry die Currypaste. Und damit wir auch einen richtig schönen Currygeschmack drin haben, machen wir nicht nur Currypaste rein, sondern auch ein bisschen Currypulver. Wenn ihr außerdem mehr über Curry erfahren möchtet, haben wir auch einen super Artikel dazu. Dort findet ihr alle Infos. Ich habe jetzt hier eine rote Currypaste verwendet, aber wenn ihr es zum Beispiel ein bisschen schärfer mögt, dann könnt ihr eine grüne Currypaste reinmachen. Die hat ein bisschen mehr Power. Außerdem ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt noch mal ein bisschen brutzeln lasst, damit sowohl die Tomatenpaste als auch die Currypaste ihren Geschmack so richtig entfalten können. Jetzt würze ich das Ganze noch ein bisschen mit Salz, Pfeffer und, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch ein paar Chili-Flakes hinzufügen. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Noch einmal gut umrühren. Und jetzt kommt, was das Curry so richtig schön cremig macht, Kokosmilch. Jetzt noch mal gut umrühren. Ein bisschen Salz kann es noch, aber die Schärfe ist schon perfekt. Jetzt lassen wir das Ganze noch einmal aufkochen. Dann lassen wir es so 10 bis 15 Minuten köcheln, damit der Kürbis und die Süßkartoffel schön gar werden. Und dann kommt der Rest dazu. Das könnt ihr außerdem als Curry-Basis ansehen, wenn ihr das Gericht vorbereiten und vorkochen wollt. Das könntet ihr zum Beispiel einfrieren und dann, wenn ihr es aufwärmt, nochmal frische Zutaten hinzufügen, Limettensaft, Kräuter und dann seid ihr good to go. Eine Sache müssen wir noch schnibbeln und zwar unsere Kräuter. Hier zupfe ich einmal Minze und dann habe ich noch Basilikum. Wenn ihr Fans von Koriander seid, könnt ihr natürlich auch Koriander nehmen oder auch Thai-Basilikum, wenn ihr ihn habt. Alles, was ihr möchtet, beziehungsweise was ihr zu Hause habt. Die müsst ihr aber einfach nur grob hacken. Jetzt kommen meine Zutaten hinzu, die noch ein bisschen frisch und knackig bleiben sollen. Ich habe mir zusätzlich ausgesucht, noch ein paar Kichererbsen dazu zu tun. So kann ich es nämlich auch ohne Reis essen. Wenn ihr das Ganze eingefroren habt,
würde ich all diese Zutaten auch erst später hinzufügen, damit ihr nochmal diese Frische dazu habt. Auch die Cashews würde ich erst am Schluss frisch dazugeben, damit sie noch schön knackig bleiben. Ich würde sie allerdings nicht weglassen, genau wie die Kräuter. Sie geben nämlich nochmal so eine richtig leckere, knackige Texturebene dazu. Alternativ könnt ihr aber zum Beispiel auch Erdnüsse verwenden. Sieht richtig schön bunt aus. Jetzt kommt noch unser Limettensaft dazu. Ich fange mal mit dem Saft einer halben Limette an. Die Säure der Limette ist perfekt, um die Süße und die Schärfe ein bisschen abzumildern und das Ganze abzurunden. Einmal gut durchrühren. Ein bisschen was geht noch. Ihr könnt es natürlich später auch mit frischer Limette servieren, damit sich jeder Nachgeschmack einfach ein bisschen nachjustieren kann. Für die Hartgesottenen kann man natürlich auch am Ende noch ein bisschen Schärfe hinzufügen. Einfach mit ein paar mehr Chili Flakes oder Sriracha oder einer anderen Hot Sauce, die ihr gerne mögt. Sriracha, Sriracha. Jetzt kommt der tatsächlich allerletzte Part. Die Kräuter kommen dazu und dann darf ich endlich probieren. Ich habe jetzt Kichererbsen hinzugefügt, dass das Ganze satt macht. Ihr könnt es aber auch mit Reis oder zum Beispiel Bulgur servieren. Das war's. Und fertig. Endlich darf ich probieren. Damit es noch ein bisschen hübscher aussieht, kommen noch mal ein paar frische Kräuter oben drauf. Es ist mega cremig, auch ohne Sahne. Richtig viel frisches Gemüse. Die Schoten sind noch schön knackig. Der Kürbis und die Süßkartoffel aber schön durch. Für mich ist absolut alles dabei. Ich kann also so sehr verstehen, dass das unser bestes veganes Rezept ist. Welche Best-of-Rezepte wollt ihr als nächstes bei uns sehen? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Und in der Zeit könnt ihr euch unsere weiteren Best-of-Videos auf unserem Kanal anschauen. Wow. Yeah.